So, der Schilling meldet sich zur großen Welt von Drakensang Online mit meinem Adventskalender und dem 19. nicht, mit dem 11. Türchen oder so. Ich habe jetzt noch gut eine Stunde Zeit und möchte da ein paar Videos vom Adventskalender aufnehmen, denn ja, ich brauche was fürs Wochenende, ansonsten wird am Wochenende nichts kommen. Oder ich mache einfach mal eine Session in der Nacht, allerdings muss ich dann leise reden, denn da kommt Besuch und der übernachtet bei uns. Also schauen wir mal. Das wird aber schon passen, denn ich plane ja vorausschauend. Oh! Wir sind einer mehr. Und dafür sind die favorisiert. Aber, und das, jetzt muss man mal aufpassen. Das passt zwar nicht zu Weihnachten, so was ich jetzt gerade sage, aber. Sondern eher zum Thema Elo WTF. Wenn die jetzt noch einen dazu bekommen, sind sie, ich schwöre, ich garantiere, ich, ja, sind sie nicht mehr favorisiert. Da bin ich mir sicher. Irgendwas anderes sind sie dann. Entweder leicht favorisiert oder gar nichts mehr oder mit etwas Pech oder Glück auch noch immer favorisiert. Aber das zeigt einfach nur, dass das Elo häufig macht, was es möchte. Also das System, ich habe es komplett anders verstanden. Jo, irgendwie, was habe ich denn mit der Mütze heute hier? So, naja, ist nicht viel besser geworden. Genau, also, was wollte ich sagen? Ich habe mir. Wow. Oh, der Falke war knapp. Ich habe mir vor kurzem so ein Video reingezogen. Und da bin ich auf ein Thema gekommen, auf eine Idee. Naja, Idee ist keine großartige Idee. Der Herrn Rizzle brachte mich auf die Idee. Weiße Weihnachten. So, oh. Weiße Weihnachten. Möchte ich's haben? Brauche ich's? Was sage ich zur globalen Erwärmung? Oder was sage ich als Außenstehender zum Thema Intelligenz? Das ist die große Frage. Da kann ich ja leider nicht mitreden. Und ich muss sagen, so früher war es für mich immer so. Ich glaube, einmal hatten wir, oder? Gab es einmal ein Weihnachten? Was macht denn der jetzt? Ist der komplett von allen guten Geistern verlassen? First time, dass er mich in der Arena sieht, schreibt der eine, der Boggart. Was ist das? Genau. Da ist es schon gewesen. Das, was ich meinte. Die waren vorher mit 4 Leuten favorisiert, jetzt sind sie zu fünft und es steht nichts von favorisiert dabei. Sprich, Elo meint, es ist fair. Was zur Hölle passiert hier? Das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Also, irgendwas ist das sowas von faul. Das kann man gar nicht beschreiben, was mit diesem System da. Ja, das rafft manchmal das Erleben nicht so ganz. Genau. Jo, also ein Jahr. Ich erinnere mich, glaube ich, an ein Jahr ohne Schnee zu Weihnachten. Da war ich auch noch etwas jünger und das war dann so. Hat für mich schon immer so. Naja. Das musste einfach sein. Schnee zu Weihnachten, zumindest am 24., war für mich ein Muss als Kind, so irgendwie ist. Ansonsten, man schaut so aus dem Fenster raus, da ist kein Schnee und irgendwie so. Heute ist gar nicht Weihnachten, ein ganz normaler Tag irgendwie so. Und ja, also allgemein so schon. Aber jetzt habe ich seit. Nein! Seit etwa 3 Jahren meinen, oder länger schon, meinen Führerschein. Und ich muss sagen, bei Schnee zu fahren ist ganz uncool. Sehr. Alter, bleib noch mehr hängen bei dem. Ist sehr, sehr, sehr uncool. Das macht überhaupt keinen Spaß. Und auch die, ja, Schneeräumdienste haben vollstes Programm. Die Stadt muss. Das ist doch sicher teuer. Und ja, alles voll mit Schlamm. Man muss viel langsamer fahren. Es ist gefährlicher, je nachdem, wo man fährt. Pures Chaos. Autos sind eingeschneit. Und wenn ich das aus dieser Hinsicht sehe. Ja, gut. Am 24. vielleicht, aber ansonsten müsst ihr mir nicht immer so den krassesten Schnee bescheren. Muss ich echt so sagen. Aber wenn man das Autofahren mal außen vor lassen würde. Ich bin schon so ein Freund davon, zu Hause sitzen, in eine Decke reinkuscheln, irgendeinen Tee trinken, Salbeitee, gut für den Hals, mit bisschen Honig und ja. Mag ich allgemein schon sehr gerne. Nur dann, wenn ich dann Auto fahre, würde ich gerne so Schnee weg.
Und wenn immer, wenn ich hier ganz weit nach links oder rechts, je nachdem wie man sieht, schaue, dann sehe ich mir die Aufnahme an, wie lange ich aufnehme und ob ich nicht übersteuere. Ob ich nicht unabsichtlich einen Fehler gemacht habe. Wow, und wenn ich so schaue, dann schaue ich dorthin, wo meine Webcam ist. Und wenn ich so schaue, dann schaue ich in die Webcam hinein. Und wenn ich so schaue, dann schaue ich auf den Bildschirm und verbocke alles. So, ich habe jetzt auch, man muss ja so viele Dinge machen, um das alles zu optimieren. Ich habe jetzt auch meine Bildschirmhelligkeit auf 20 gestellt. Ich nehme mal an, das heißt Prozent oder so. Normalerweise war die bei 60. Ist ja allgemein besser für die Augen, wenn man die ein bisschen weiter runterstellt. Aber die war normalerweise ein bisschen weiter unten, bisschen weiter oben. Und dann war es aber immer so, dass bei hellen Situationen, ja, mein Gesicht auf einmal blau war oder was auch immer. Bei ganz hellen Situationen ist es noch immer ganz kurz, das lässt sich nicht vermeiden, außer ich nehme mir einen Gameboy. So, ich habe gar nichts mitbekommen von der Runde. Wir haben gewonnen. Okay. Ich habe echt null mitbekommen. Und das mit dem Elo, ich kann es nur nochmal sagen. Sie waren favorisiert mit einem weniger. Dann kommt einer dazu und es ist ausgeglichen. Das kann, muss mir jemand erklären. Das kann mir niemand erzählen. Ja. Genau. So ein bisschen angezuckert hier die Stadt. Das ist in Ordnung. Aber man muss ehrlich sein. Sofern man nicht am Land wohnt, wird das dann alles so. Es ist dann nur eine Schmutzpampe, kann man sagen. Ja, schon. Und genau, so schöne weiße Weihnachten, also am 24. an sich, ist für mich, also ich würde mich echt freuen, wenn es dieses Jahr so weit kommen würde. Ich weiß nicht, ob man jetzt schon Wetterprognosen aufstellen kann, machen werden es bestimmt ein paar Wetterstationen, aber das ist immer so, ja, Wahrscheinlichkeit, so und so viele Prozente. Ja gut, aber ich will 100% Genauigkeit haben. Aber dann kann ich es nicht so früh wissen. Wie auch immer, was rede ich? Also, genau. Ja, das war's. Sorry, ich habe echt nicht so viel mitbekommen. Und dann würde ich sagen, geht's einfach im nächsten Türchen weiter.